Jo moin, wenn ihr das Video sehen solltet, das sollte eigentlich am Sonntag sein, bin ich schon auf dem Weg nach Köln. Für eine Woche bin ich jetzt in Köln, habe ein Bootcamp mit den ganzen CL-Spielern und stream glaube ich auch ein, zweimal mit Wixman und Flobby. Und danach werde ich für eine Woche in Los Angeles sein und derzeit wird es leider unregelmäßig Videos geben. Ich habe natürlich ein bisschen vorproduziert, das heißt, wenn Bane-Changes kommen sollten, ist es noch von der alten Meta, also auf jeden Fall nicht wundern. Aber ich habe es halt nicht geschafft, jetzt für 14 Tage ein Video vorzuproduzieren, das heißt, es wird vielleicht jeden zweiten, dritten Tag ein Video geben. Da würde ich mich auf jeden Fall mal entschuldigen und natürlich auch keine Streams. Aber wenn ich dann zurück bin aus Los Angeles, wird es richtig geilen Content geben. Es ist extrem viel geplant, tägliche Streams, tägliche Videos und ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich. Das erstmal so vorweg und heute dreht sich alles um dieses Mortar Baitek. Ich weiß, Mortar ist ein Top-Player, der nicht so stark. Wenn ihr meinen Streams dabei seid oder auch in den Videos seht ihr, ich spiele relativ selten gegen Mortar. Aber ich weiß, dass in dieser Region, wo viele von euch sind, bei 4000, 5000, vielleicht auch 6000 Trophäen, da ist Mortar Bait, weil es auch ein relativ gutes Free-to-Play-Deck und ich weiß, viele von euch spielen Mortar Bait immer noch extrem stark. Ich würde sagen, ich springe ein paar Games. Ich versuche euch das Deck bestmöglich zu erklären. Lasst auf jeden Fall Like und Abo da, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ich würde sagen, wir springen das erste Game. Bis gleich. So, hier sind wir im ersten Game. Konzentration gegen Hades. Ich würde sagen, guter Play eigentlich. Ist immer mit dem Mortar zu starten. Anstatt des Spearghosts, falls ihr die Spearghosts nicht so gerne mögt, könnt ihr auch Dark Gorm nehmen. Und anstatt des Logs auf das Barple, was, wo ich das Barple auch ein bisschen stärker finde. Aber da ich weiß, dass viele von euch Free-to-Play sind, wollen wir das jetzt mit der Log-Variante testen. Okay. Hier sehen wir schon das erste Problem. Der Executioner. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier mit Spearghosts rein. Wir werden jetzt hier auch Bats spielen. Okay, müssen noch ein Rescue spielen. Letzte Sekunde. Okay, er spielt ein sehr, sehr interessantes Deck. Henker. Oh mein Gott, stark gemacht von ihm. Okay, damit ist eine Bombe am Turm leider. Okay, interessant. Er hat Giant Skeleton, Klon, Henker. Gibt auf jeden Fall ein, zwei Decks damit. Und wir sehen schon, Henker ist auf jeden Fall sehr, sehr dominierend. Ich würde sagen, wir gehen einfach mit Miner rein. Erstmal auf den Safe Spot. Wollen wir erstmal rausfinden, was er spielt. Da er wahrscheinlich Nado hat, weil er Henker hat, spielen wir den Miner auf den Spot. Jetzt kann er nicht ein King ziehen. Dann würde ich sagen, wir bringen jetzt hier den Mortar auch direkt rein. Er lässt den Miner durch. Wir wollen auf jeden Fall jetzt Lane switchen. Wenn wir links reingehen, kann er links auf die Seite gehen, wo er auch einen Counterpush bekommt. Deswegen wollen wir uns jetzt rechts reingehen. Entscheidet sich das durchzulaufen und einen Counterpush aufzubauen. Okay, wir wissen, er hat einen Zap. Und ihr wollt natürlich mit Mortar Bait immer bestmöglich eure Truppen splitten und wirklich versuchen, ihnen nicht zu viel Spellvalue zu geben, immer Truppen rauszubaiten, dann zu wissen, was hat der Gegner am Cycle, womit könnt ihr dann ihn wirklich bestrafen. Zum Beispiel, wenn ihr einen Zap auf die Bats raushaut, versucht mit Spearghosts reinzugehen, Spearghosts durch eine underrated Karte umzuchippen. Und wir sehen es jetzt hier auch, er lässt rechts komplett durchlaufen. Ich würde sagen, wir supporten es auch mit Miner, selbst wenn er jetzt den Miner an King ziehen sollte, falls er nailt. Ja, seht ihr, der Turm ist fast down, der Rescue, das Rescue wird connected und damit sieht schon extrem groß. Er spielt ein sehr, sehr interessantes Deck auf jeden Fall. Ich muss sagen, alles mit Executioner funktioniert und er hat es auf jeden Fall in der ersten Situation extrem gut bekommen, aber wenn ihr wirklich in diesem Matchup müsst ihr darauf achten, spielt die Spear Gobs nach rechts, spielt die Goblin nach links, splittet eure Truppen, das ist extrem, extrem wichtig. Ich würde sagen, wir spielen jetzt auch mal Spear Gobs rechts an die Brücke, wirklich für zwei Elixier. Die würden den Turm bekommen. Die würden den Turm bekommen, beziehungsweise auf 40, dass wir ihn fast loggen können, beziehungsweise fast den Turm. Ich würde sagen, wir spielen jetzt einen defensiven Mortar, wollen jetzt erstmal ein bisschen slow rollen. Wir müssen aufpassen, dass er gleich nicht das Giant Skeleton in Richtung Klon, das dann halt an den Turm geboostet wird, weil das ist ja durch den Klon so, dass das Giant Skeleton nach vorne geboostet wird. Jetzt seht ihr auch, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Nächstes Spear Gobs rein, jetzt gibt es hier einen Log. Okay, das Log war vielleicht nicht optimal, jetzt gibt es hier noch einen Miner rein. Safety First Miner. Er aktiviert den King Tower, aber eigentlich sollten wir in der Lage sein, es zu defenden. Ich würde sagen, das lassen wir einfach durch. Und soweit ich weiß, hat er keinen großen Spell. Dann sagen wir jetzt einfach defensiv Mortar wieder. Wenn ich die Karten richtig gezählt habe, sollte er keinen großen Spell haben. Er spielt das Giant Skeleton Deck, was früher schon gespielt wurde mit Hexe. Mit Klon, was auch in der CL sehr oft gespielt wird. Aber er hat ein paar Anpassungen gemacht mit dem Executioner, mit der Nachthexe. Wir müssen jetzt auf jeden Fall aufpassen. Es gibt auf jeden Fall jetzt hier einen guten Feuerball. Wir treffen alles. Wir loggen das hier nochmal. Er zappt zwar nochmal. Aber wir sollten das erste Game gewonnen haben. Richtig nice Game. Ein sehr, sehr schwieriges Matchup, wie ich finde. Er hat den Henker, er hat eigentlich alle Metakarten auf dem Klon. Wir haben jetzt kein Poison oder so. Ich würde sagen, es war das erste Game. Wir springen ins nächste Game. Bis gleich. So, hier sind wir schon im nächsten Game gegen Marco. Mal schauen, was das spielt. Okay, wir haben keinen optimalen Cycle, aber mit dem Deck könnt ihr echt immer viel Druck machen. Zum Beispiel einfach Spearghosts an die Brücke spielen. Und das sollte eigentlich alles klagen. Jetzt gibt es auch einfach die Spearghosts an die Brücke. Er spielt Skellies hinten. Okay, mal schauen, was er jetzt machen wird. Er spielt den Eismark. Es könnte ein Elixir-Gum-Deck sein, was wir natürlich nicht sehen wollen. Oder es könnte auch das Eisbow-Deck sein. Ich bin da mal gespannt. Auf jeden Fall wird er Nado haben. Ich würde sagen, wir zeigen jetzt einfach mal das rechts. Okay, macht es so. Kann er jetzt gerne machen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal mit dem Miner hier rein. Jetzt werden wir hier links den Mortar spielen. Er wird hundertprozentig jetzt rechts Nadon. Ja, er muss jetzt rechts Nadon. Und deswegen haben wir jetzt ganz gut Elixir rausgebaitet. Und er fällt die Valkyrie, hat er wahrscheinlich gemistet. Und damit sind wir mit dem Mortar am Turm. Richtig, richtig nice. Ihr könnt gerne mal reinschreiben, was ist euer Main Deck wirklich? Welches Deck spielt ihr am meisten? Ich weiß, dass viele meiner Community Mortar spielen. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich dachte, ja, ich spiele viel Lockbait natürlich, Kappa. Aber nicht viele andere Decks. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wirklich so viele Mortar spielen. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, mal ein Mortar-Video zu bringen, weil viele von euch sich das gewünscht haben. Ich würde sagen, gehen mit meiner. Sollte eigentlich eine Kobold-Gang sein, haben uns ein bisschen gemistet, aber es sollte eigentlich klar gehen.
Es sieht aus, als ob er ein interessantes Miner Valkyrie Eismagier Control Deck spielt, okay. Mit dem Bombenturm. Ich glaube, er hat einen Poison und eine Rakete dabei. Okay, ich würde sagen, wir warten erstmal, was er macht. Dann könnten wir jetzt hier offensiver einen Mortar setzen. Würden wir auch gleich machen. Ich würde sagen, wir spielen jetzt bei 10 Elixier den Mortar, sehr, sehr gut. Und wir haben auf jeden Fall alle Karten, die wir brauchen. Jetzt wird er wahrscheinlich ein Eismagier gleich offensiv spielen oder erstmal Skellies. Jetzt haben wir jetzt hier Spiegops nach hinten. Genau, Skellies kommen. Jetzt wird er hier gleich sein Eismagier platzieren. Okay, er bringt das Lock, natürlich. Wir wissen, er hat jetzt nur Lock, deswegen werden die Bats sehr, sehr viel Value bekommen. Aber er hat schon viele Karten. Er hat den Bombenturm. Er hat den Eismagier, er hat den Tornado, er hat das Lock. Aber ich würde sagen, was wir jetzt hier machen können, ist sehr, sehr gut Value rausbekommen. Ich würde sagen, wir gehen spielen in Miner, er hat einen Poison gespielt, er ist relativ low und Elixir, das wissen wir auch. Und jetzt können wir noch Bad spielen, ja, wir tun auch tatsächlich einen Bombenturm oder sowas spielen wollen. Die Valkyrie kommt, er hat nichts im Cycle, wir wussten, er ist relativ low und Elixir. Und wenn ihr nicht wisst, dass der Gegner relativ wenig Elixier hat, könnt ihr auch meinen Mortar bei 4-5 Elixier spielen. Wenn er dann safe connected, vor allem gegen solche Decks. Wirklich, normalerweise wäre ich einer, ich spiele den Mortar erst bei 10 Elixier, aber gegen solche Decks, gegen meine Control-Decks, wo ihr wisst, ihr habt einen Elixier-Vorsprung, spielt ruhig mal etwas aggressiver. So, ich würde sagen, geht es hier mit dem Defensiven Miner. Ich hatte jetzt nichts, um das zu punishen. Da haben wir jetzt auch einen Feuerball drauf, weil jetzt sind wir in dieser 2er Feuerball-Range und ich will auf jeden Fall den Turm noch verteidigen. So, ich würde sagen, wir gehen sogar rechts mit dem Mortar rein, weil ich weiß, selbst wenn er links jetzt den Turm bekommen hat, können wir Druck machen. Er wird jetzt wahrscheinlich einen offensiven Bombenturm spielen. Okay, noch nicht. Jetzt gibt es hier Spear-Gobs. Okay, falls er jetzt mit Miner reingeht, müsst ihr das auf jeden Fall predicten. Ich weiß, dass er natürlich einen Poison hat, aber das soll trotzdem klar gehen. Poison kommt auch. Ich würde sagen, wir loggen das hier nochmal, damit der Miner wirklich keinen Hit bekommt. Miner ist am Turm, also an seinem Turm dran. Und wir brauchen jetzt eigentlich noch einen Feuerball. Und er hat noch keinen Miner am Zug, deswegen sollten wir das Game gewinnen. Valkyrie an die Brücke. Wie erwartet, Goblin Gang hinten, falls der Miner kommt. Und damit sollten wir das Game gewinnen. Extrem nasses Game gegen ein sehr, sehr hartes Matchup. Miner Control mit Poison Spell. Wir konnten das Game gewinnen. Ich würde sagen, geht's nächste Game. Bis gleich. So, hier sind wir im nächsten Game. Gegen Kills. Ich würde sagen, Stahl von Mortar ist ein ganz solider Play. 4 Elixier und es ist so schwer, wirklich gegen Mortar positiv zu traden. Selbst wenn ein Henker spielt, spielt er 5 Elixier. Er spielt jetzt einen Ritter, natürlich, aber ein Ritter wird nicht ausreichen. Ich würde sagen, wir spielen jetzt hier Spiegops rechts. Okay, ich spiele jetzt einen Henker, kann er sehr gerne spielen, habe ich jetzt kein Problem mit. Ich würde sagen, wir spielen jetzt hier sogar einfach einen Miner noch rein. Und wir haben gleich Bats, wirklich eine sehr, sehr gute Defense. Ich würde sagen, wir bringen jetzt hier die Kobold Gang, hier bringen wir die Bats. Haben eine sehr, sehr gute Defense am Start. Und ja, der kriegt den Hit nicht raus und wir können eigentlich mit dem nächsten Mortar punishen. Es sieht wieder so aus, als ob er. Ich glaube, er spielt ein sehr, sehr günstiges Henker. Okay, nee, er hat noch das dabei. Es kann sein, dass er das No Damage Deck spielt mit dem Henker anstatt des Eismagiers. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier links die Rabauken und spielen rechts den Mortar. Wollen ein bisschen Double Lane Push machen. Er muss jetzt rechts oder links noch sein Holz oder Bubble werfen und rechts muss er eigentlich auch verteidigen. Ihr seht es hier. Macht er jetzt so entscheidend, sich das so zu spielen. Aber jetzt hat er auf der anderen Seite ein paar Probleme. Ihr seht es, okay, er zieht seinen King, kann er sehr, sehr gerne machen. Aber. Er hat jetzt ein bisschen Probleme. Natürlich, wir lassen uns jetzt auch durchlaufen auf der rechten Seite. Wir nehmen Chip Damage mit. Er hat eine ganz gute King Activation gemacht. Und wir sehen hier, er hat den Execution, er hat den Baby Dragon, er hat den Tornado, er hat das Barpole. Also wirklich in der Grand Challenge oder auch im Top Lane laufen wirklich sehr, sehr viele Hard Counter zu Mortar Bait rum. Und dann habe ich natürlich Respekt vor Leuten wie Egor, die jede Season, auch in dieser Season, wieder in den Top 20 der Welt sind mit Mortar. Also wirklich extrem krasse Spieler. So, wir gehen jetzt ein bisschen Miner Chip. Sehr, sehr wichtig in dem Matchup ist wirklich mit Miner Chip chippen, seinen Ritter rauszubaiten. Weil wir wissen, er hat den Ritter natürlich gegen uns. In der Defense. Okay, es war ein sehr, sehr schlechter Graveyard. Da hat er wohl ein bisschen was anderes predicted. Wir wollen den Ritter rausbaiten gegen mit dem Mord. Und dann wollen wir mit Miner Chip, weil wir wissen, wenn er einen Execution drauf spielt, ist das ein sehr, sehr guter Trade von uns. Ich würde sagen, wir loggen das jetzt sogar. Nehmen den Chip Damage jetzt mit. Und wir wissen, er hat jetzt einen Ritter im Cycle. Den Ritter werden wir jetzt rausbaiten mit dem Mortar. Er wird jetzt einen Ritter spielen. Und dann können wir eigentlich mit einem Miner Chip, weil er keinen Executioner etc. im Cycle hat. Jetzt seht ihr, wir werden Miner spielen. Und jetzt hat er nichts. Er hat nichts zum Miner. Der Miner wird 100% connecten. Der Executioner muss er jetzt an die Brücke spielen, natürlich. Aber ihr seht, der Miner kriegt sehr, sehr guten Chip Damage raus. Und der kriegt sogar noch. Ach, schade. Ich dachte, der trifft das hier. Ich würde sagen, wir bringen jetzt hier gleich eine Kobold Gang. Wir surrounden das auf jeden Fall. Jetzt gibt es hier gleich den nächsten Miner. Wollen ein bisschen Chip Damage machen. Okay, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Er hat den Freeze dabei. Und ihr wisst, Freeze ist so eine Karte. Ein Push. Und dann fällt das Game. Okay, er hat den Freeze dabei. Sehr, sehr guter Freeze von seiner Seite aus. Wir müssen uns jetzt konzentrieren. Nächste Kobold gegen etwas defensiver gespielt. Und wir müssen uns jetzt. Ich würde sagen, wir spielen jetzt einen defensiven Mortar. Wir haben jetzt schon viel Damage gemacht. Okay, wartet. Bevor müssen wir noch den Kollegen hier verteidigen. Hier gibt es Rabauken. Okay, er geht rein sogar. Ich würde sagen, wir jetzt hier einen offensiven Mortar, um das hier ein bisschen zu distracten. Jetzt gibt es hier das Log. Spear-Gobs nach hinten. Oh, es ist sehr, sehr viel Damage leider. Nächste Bats drauf. Und jetzt müssen wir gleich einen guten Miner bringen. Miner kommt. Nach hinten, sehr, sehr gut. Haben das hier ein bisschen predicted. Jetzt gibt es hier den Feuerball. Jetzt gibt es hier die Kobold Gang. Okay, er geht mit Graveyard rein. Er geht tatsächlich mit Graveyard rein.
Ich würde sagen, wir loggen das hier eben mal. Kriegen wir es irgendwie, die Fenne, Leute? Kriegen wir es hin? Die Speargods müssen Ehre machen. Macht Ehre, macht Ehre, macht Ehre. Oh mein Gott, ist der am Turm? Ist der am Turm, Leute? Er sollte am Turm sein. Mit dem Feuerball sollte das Game gewonnen sein. Und was ein krasses Comeback. Gewinnen das Game noch, machen noch ein weiteres Game. Oh mein Gott, geil. So, ihr habt es im letzten Game gesehen. Diese offensiven Morde, ich finde die sehr, sehr interessant. Das habe ich mir bei Egor ein bisschen abgeschaut. Wenn der Gegner reingeht in den Friedhof, spielt ihr oftmals die Morde aggressiv. Weil erstens der Baby Dragon oder die andere Truppe wird getankt vom Mortar und der Mortar wird gleichzeitig noch den Turm angreifen. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute defensive Truppe. Und für 4 Elixier lohnt sich das auf jeden Fall. Ich würde sagen, okay, spiel wahrscheinlich auch Mortar Bait, sehr, sehr interessant. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier mit Log, noch mit einem Speargobs und sollte es eigentlich fast Frosty Fan. Okay, sieht nach Mortar Mermatch aus. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich bin mal gespannt, wie er das spielen wird und welche Variante er genau hat. Ob er vielleicht ein Dart kommt drin, ob er das Barfel drin hat, etc. Weil es gibt halt natürlich viele verschiedene Mortar-Varianten. Ich würde sagen, wir bringen jetzt den Mortar hier etwas offensiver und mal schauen, was er machen wird. Es kann sein, dass er Rabauken bringt. Okay, er spielt die Mega Knight-Variante, okay. Also er spielt Mega Knight Skelly Barrel. Ich würde sagen, wir bringen jetzt hier High Bats, damit mein Rabauke-Junge nicht getroffen wird. Und es ist wirklich jeder Mortar-Shot, jeder einzelne Mortar. Es ist wirklich, gute Mortar-Spieler sagen, wenn sie einen Mortar-Hit bekommen, es war ein erfolgreicher Mortar. Also ein Mortar-Hit lohnt sich wirklich und mehr braucht man wirklich nicht. Ein Mortar-Hit pro Game. Ich meine, pro Mortar und dann immer ein bisschen mit meiner Chippen sollte der Hase laufen. Ich würde sagen, wir loggen das hier eben nochmal. Sollte noch in der Lage sein, die Speargobs zu treffen. Sehr, sehr gut. Wirklich ein sehr, sehr gutes Log. Es kann das ja jetzt mit meiner Scaly Barrel punished. Da haben wir auf jeden Fall trotzdem den Mortar offensiv und noch Speargobs etc. Er hat dann mit der Snowballer selber. Ich würde sagen, wir gehen einfach mit dem Mortar jetzt offensiv wieder rein. Bei 10 Elixier. Wir wollen das Spiel jetzt erstmal versuchen zu kontrollieren. Und ich bin mal gespannt, was er macht. Okay, er hat wenig Elixier. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir müssen aufpassen, dass der Mega Knight jetzt nicht splasht. Ich würde sagen, jetzt hier hinter mit Bats. Auf jeden Fall unsere Truppen. Ihr seht sie, er geht mit dem Snowball rein. Auf jeden Fall prinzipiell eine gute Idee. Aber wir splitten unsere Truppen, was ich schon im ersten Game schon angesprochen habe. Die Truppen immer auseinander splitten, dass er wirklich keine Value bekommen kann. Und ihr seht sie auch, der Mine ist am Turm. Die Bats sind dahinter. Die Rabauken kommen auch noch rein. Und so sieht es wirklich extrem geil aus. Richtig, richtig nice. Wir haben hier auf jeden Fall eine extrem gute Position. Ich würde sagen, wir spielen jetzt hier gleich einen defensiven Mortar. Wenn der Turm so auf 1000 ist, meiner Meinung nach, kann man eigentlich defensive Mortar spielen. Ein bisschen mit Miner chippen. Geht jetzt hier auf jeden Fall kein Risiko mehr eingehen. Vor allem gegen solche Bait-Decks, wie er auch einen spielt, ist so ein defensiver Mortar echt hilfsbereit. Hilfsbereit natürlich. Natürlich hilfsbereit, Kappa. Ich meine, sehr, sehr useful. Sehr, sehr gut. Das ist, was ich meine. Ich kann halt kein Deutsch, lol. Ich würde jetzt sogar mit einem defensiven Miner gehen. Hat nicht schlecht gemacht. Wir dürfen auf keinen Fall den Mega Knight einmal jumpen lassen auf die Rabauken, weil da haben wir ein fettes Problem. Weil ihr seht, die einzig richtig guten Karten gegen die Mega Knight sind Miner, die will ich eigentlich nicht spielen. Mortar will ich eigentlich auch nicht spielen und sonst halt nur wirklich die Rabauken. Ich würde sagen, wir jetzt hier offensiv die Bats rein. Ich will die auf jeden Fall tot haben. Gehen jetzt sogar mit einem Miner rein, um zu chippen. Miner sollte chippen. Und ich würde sagen, wir jetzt hier noch eine Kobold gegen. Er kriegt den Miner nicht predicted. Das ist sehr, sehr gut für uns. Ich würde sagen, er geht gleich mit dem nächsten Miner rein, so ich ihn kenne. Sehr, sehr gut. Spielen die Speargobs deswegen dahinter. Und jetzt spielen wir den Mord, den ich angesprochen habe. Versuchen seinen Push gleichzeitig zu defenden. Geht jetzt mit Miner nach hinten. Ich glaube nicht, dass das predicten wird. Mord ist am Turm. Richtig geil. Wir lassen ihn jetzt hier jumpen und damit braucht noch ein Mortar-Hit. Kriegen wir ihn raus, leider nicht. Aber damit sollten wir das Game gewinnen. Feuerball-Poison reicht. Feuerball-Lock reicht. Richtig nice Game. Lasst auf jeden Fall Like und Abo da. Schreibt gerne Deckvorschläge in die Kommentare. Ja, war ein nice Game. War ein nice Deck, war eine nice Folge, richtig, richtig nice, richtig geile Games. Ich würde sagen, lasst auf jeden Fall Like und Abo, habe ich heute noch nicht gesagt, aber checkt auf jeden Fall meine alten Videos aus, die sollten da irgendwo verlinkt sein. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Stream, nächsten YouTube-Video, haut rein.